Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und an Sie von der AfD. Ich fand Ihre Standing Ovations bei der ersten Rede durchaus beeindruckend. Es war nicht beeindruckend zu sehen, mit was für einem dünnen Sachvortrag man bei Ihnen Begeisterungsstürme auslösen kann. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche für das ganze Haus, wenn ich sage, wir haben im Sommer 2017 uns es beileibe nicht leicht gemacht bei den Beratungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und gleich die allererste Frage, die wir aufgeworfen haben, war die Frage, gibt es in diesem Bereich Regelungsbedarf? Und wir waren uns fraktionsübergreifend alle einig, dass es uns am liebsten gewesen wäre, wenn diese Art der Regelungen von den Unternehmen, von den Plattformanbietern selbst vorgenommen worden wäre. Und wir alle waren uns darüber einig, und das macht das Thema so wahnsinnig schwierig, dass es am Schluss um das Auflösen eines Spannungsverhältnisses geht, nämlich auf der einen Seite dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und auf der anderen Seite eben auch Grundrechten, wie zum Beispiel dem Grundrecht auf Persönlichkeitsschutz. Mit Ihrem Antrag geben Sie heute zu erkennen, es gibt diesen Regelungsbedarf nicht. Wenn man aber dann ins Netz schaut, dann will ich das schon etwas anders beurteilen. Und Herr Präsident, Sie gestatten, dass ich da mal einen Dialog zum Besten gebe, wie man ihn auf Facebook findet. Da schreibt jemand über eine Person des öffentlichen Lebens in Deutschland, ich zitiere, warum wird dieses Biest nicht gesteinigt? So eine hat doch null Charakter. Für Geld und Macht verkauft die sich doch zur Not auch selbst. Und wieder ein anderer schreibt, kann der Alten nicht irgendjemand in den Kopf schießen? Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass Ihr Antrag mit drei Denkfehlern behaftet ist. Erstens, Aussagen dieser Art sind nicht vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung umfasst. Weil dieses Grundrecht eben nicht schrankenlos gewährt ist, sondern es wird an der Stelle beschränkt, wo es Grundrechte anderer tangiert, wie hier das Grundrecht auf Persönlichkeit. Der zweite Denkfehler ist, dass es eben keine Regulierung durch Facebook gibt und Co., die wir uns sehr wohl gewünscht hätten. Beide Kommentare sind an Facebook gemeldet. Ich kann Ihnen die Antwort von Facebook vorlesen. Die lautet da, wir haben den von dir im Hinblick auf Verherrlichung drastischer Gewalt gemeldeten Kommentar geprüft und festgestellt, dass er nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt. Und da bin ich beim dritten Denkfehler. Bereits heute, und es ist schon angeklungen, reguliert, zensiert Facebook nach Maßstäben, die wir nicht kennen, nach Maßstäben, die nicht transparent sind und die versteckt sind in ihren Gemeinschaftsstandards. Und dort habe ich von Ihnen noch an keiner Stelle irgendein kritisches Wort gehört, dass Sie gesagt haben, das müssen wir jetzt unterbinden. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Frohnmeier, AfD. Ja, aber mit ganz großem Vergnügen. Ja, Herr Kollege, machen Sie das eigentlich mit Absicht? Immer wieder wird hier wiederholt, dass die AfD rechtsfreie Räume will im Internet. Das stimmt doch gar nicht. Hätten Sie uns zugehört, dann wäre doch deutlich geworden, dass wir einfach nur sagen, dass sowas in Gerichte gehört und nicht an private Unternehmen übertragen werden soll. Das ist doch live Fake News, was Sie hier gerade machen. Sie bringen mir schon das Stichwort mit Fake News, dazu wollte ich gleich was sagen, aber jetzt ganz kurz zu Ihnen. Wir haben einen Unterschied zwischen einer Aussage, die jemand in einem Zwiegespräch sagt, die dann justiziabel ist, oder einer Aussage, die jemand ins Netz stellt und die sofort um die ganze Welt eilt. Bis hin zu Bildern. Es gibt ein Beispiel von einer 15-Jährigen, die ist auf einer Party vergewaltigt worden. Das Video ist ins Internet gestellt worden und hat sich über die ganze Welt verteilt. Das Mädchen hat nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen, war dann drogenabhängig und hat sich irgendwann das Leben genommen. Es gibt ein weiteres Beispiel von einem Mädchen, das mit 12 Jahren Opfer von Cybergrooming geworden ist. Das heißt, sie hat sich dazu verleiten lassen, Nacktbilder von sich einem fremden Mann zu schicken und damit ist sie erpresst worden. Auch diese Bilder standen dann im Netz. 3 Jahre später, nach Drogenabhängigkeit, hat sich dieses Mädchen das Leben genommen. Und ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber das zeigt sehr schön den Unterschied, dass es wichtig ist, doch, das ist doch genau die Antwort, dass es doch wichtig ist zu unterscheiden,
dass eine Äußerung im Internet, ein Bild, das ins Internet gestellt wird, von den Auswirkungen und von den Dimensionen eine ganz andere Größenordnung hat. Und am Ende wischen Sie das alles weg. Das, was ich zitiert habe, die beiden Beispielsfälle, die ich gebracht habe. Und das aus einem einzigen Grund. Weil das die Mittel Ihrer politischen Arbeit sind. Sie arbeiten mit Fake News, Sie arbeiten mit alternativen Fakten und Sie arbeiten mit Agitationen, wo es nur um eines geht, die Ängste dieser Menschen, die Ängste der Menschen in unserem Land zu schüren. Und dieser Agitation steht dieses Gesetz im Weg. Und das ist auch gut so. Herzlichen Dank. Ich schließe damit die Aussprache.